الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله في إبازات سنة فلت إن شاء الله أمقفاغة بدايتم إذا خطبة الله سبحانه وتعالى زاكم القرآن أمقفاغة بدايتم بايم تسايت ألتا الله شوات بايم تسايت ألتا سبحانه وتعالى ده منش بفندت سيش فالش إن فلست wahrlich im Verlust, außer diejenigen, die Glauben und rechtschaffene Werke tun und einander die Wahrheit eindringlich empfehlen und einander die Standhaftigkeit eindringlich empfehlen. Und der Gesandte Allah salam sagt, der Islam, dieser Glaube ist ein Rat. Dieser Islam ist Empfehlung, also sich gegenseitig beraten, für das Gute, gegenseitig das Gute empfehlen. Und Fudayl ibn Iyad rahimahullah sagt, ungefähre Bedeutung, sagt, das beste Geschenk, was ein Muslim, sein Bruder, machen kann, ist ein weises Wort, womit er sein Herz belebt. Womit er sein Herz belebt. Und Luqman alayhi salam sagt, Allah subhanahu wa ta'ala belebt das Herz durch ein weises Wort, durch ein wahres Wort, wie er die Erde durch Regen belebt, subhanahu wa ta'ala. Und heute, inshallah, heute unsere Khutbah, inshallah, ist ein Khutbah von einem Sahabi, ein Rat von einem Sahabi, eine Empfehlung von einem Sahabi, der die frohe Botschaft bekam vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass er ins Paradies gehen wird. Und dieser Mann heißt Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, radiyallahu anhu. Sayyidina Umar, radiyallahu anhu, sagt, ich hörte den Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam, sagen, jede Gemeinschaft hat einen Vertrauenswürdigen. Und der Vertrauenswürdige in dieser Gemeinschaft, in meiner Gemeinschaft, sagt sallallahu alaihi wasallam, ist Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, radiyallahu anhu. Einmal saß der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, mit seiner Gefährte. Dann kamen die Leute der Schrift und haben dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam eine Hilfe gebeten. Die sagten, O Abu al-Qasim, schick jemanden mit uns, den du vertraust, der unter uns mit der Wahrheit richten kann. Denn wir haben Meinungsverschiedenheiten, ja, Abu al-Qasim. Denn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagt, heute ich werde mit euch einen Mann schicken. Dreimal wiederholt Rasulullah diese Worte. Einen wahren Vertrauenswürdigen. Ein wahrer Vertrauenswürdiger. Ein wahrer Vertrauenswürdiger. Sayyidina Umar ibn al-Khattab, der zweite Khalif im Islam. Wenn ein Prophet käme nach dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wäre es Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Und trotzdem nach diesen Worten von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, der sagt, ich habe mir noch nie die Führung gewünscht wie an diesem Tag. Dann ist er früh nach Hause gegangen, Sayyidina Umar sagt, dann bin ich früh rausgegangen zum Zuhr-Gebet. Aus Freude, Sayyidina Umar hat gedacht, er ist derjenige, der gemeint ist. Dann sagt er, wir haben Zuhr hinter dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gebetet. Dann Rasulullah sallam war fertig mit dem Gebet und drehte sich um und sucht und guckt unter uns. Dann habe ich mich lang gezogen, damit er mich sieht, weil ich dachte, ich bin derjenige, der gemeint war. Plötzlich Rasulullah sallam sagt, wo ist Abu Ubaidah? Wo ist Abu Ubaidah ibn al-Jarrah? Dann ist Abu Ubaidah aufgestanden und sagt, geh mit denen, ja Abu Ubaidah, und richte unter denen mit der Wahrheit wegen deren Meinungsverschiedenheiten. Dann Sayyidina Umar ungefähr sagt, erfolgreich ist Abu Ubaidah. Er hat gewonnen, Abu Ubaidah. Weil das ist ein Zeugnis von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und dieser Abu Ubaidah, er spricht ein Rat für die Umma. Dieser Mann spricht ein Rat für diese Umma. Möge Allah unsere Herzen, inshallah, diesen Rat annehmen können. Und begreifen können und danach leben können, inshallah, Rabbil Alameen. Abu Ubaidah lag am Sterben. Er starb durch die Pest in Jordanien damals, in Scham. Er lag am Sterben, mit ihm war Mu'adh ibn Jabal und viele andere Muslimin. Viele andere Muslimin, die anwesend waren in dieser Zeit. Abu Ubaidah am Sterben sagt, ich werde euch einen Rat, ich werde euch etwas empfehlen. Wenn ihr euch daran haltet, dann wird es euch gut gehen. Heutzutage klagt jeder, mir geht es nicht gut. Hier Worte von den besten Männern, die je existiert haben. Die Gefährte des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die Schüler vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und diese Worte haben sie von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und dieser Rat sagt Abu Ubaidah radiyallahu anhu, verrichtet das Gebet. Das erste Rat von ihm war, verrichtet das Gebet und entrichtet die Abgabe, sagt Sayyidina Abu Ubaidah radiyallahu anhu, und fastet Ramadan und verrichtet die Pilgerfahrt und verrichtet die kleine Pilgerfahrt, die Umrah, und sagt, und beratet euch gegenseitig, empfiehlt euch gegenseitig das Gute, sagt Abu Ubaidah radiyallahu anhu, und ihr sollt euch vom diesseitigen Leben nicht ablenken lassen. Denn jeder Mann, auch wenn er 1000 Jahre leben wird, er wird das Gleiche erleben, was ich gerade hier erlebe, was er gerade sieht, und er meint den Tod. Und sagt, ihr sollt wissen, Allah hat den Tod geschrieben für jede Seele.
Für jeden Sohn Adam ist der Tod bestimmt. Sagt, ihr sollt wissen, die sind schon tot. Er hat nicht gesagt, sie werden sterben. Sie sind schon tot. Weil wir alle, bevor wir geboren sind, hat Allah schon unsere Todeszeit bestimmt. Alle Menschen werden sterben. Und so sagt Abu Ubaidah, sollt euch nicht ablenken lassen. Und am Ende sagt Abu Ubaidah, der Cleverste unter euch, der Kluge unter euch, der behauptet, er hat einen Verstand. Und der meint, er ist schlau, intelligent. Sagt Abu Ubaidah, ist der am meisten Allah gehorcht. Der am gehorsamsten gegenüber Allah Jalla fi'ula. Und der sich am meisten vorbereitet für das Treffen mit Allah. Für das Treffen mit Allah Jalla fi'ula. Und dann am Ende sagt Abu Ubaidah, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Das waren die letzten Worte von Abu Ubaidah von dieser Dunya. Ein Rat für diese Umma. Das Gute gebieten, das Schlechte verbieten. Eine Empfehlung für die Umma. Und dann ist er gestorben, kurz danach, bevor er starb, sagt, ja Mu'ad, bete vor, ja Mu'ad. Du sollst vorbeten, ja Mu'ad, Mu'ad ibn Jabal, radiyallahu anhu. Dann kurz danach ist Abu Ubaidah gestorben, radiyallahu anhu. Was sagt Mu'ad über diesen Mann? Sagt, bei Allah, ihr habt einen Mann verloren. Ihr habt einen Mann verloren. Sagt, ich habe noch nie zuvor so einen Mann gesehen, der gütiger war als Abu Ubaidah. Der frommer war als Abu Ubaidah. Sagt, ich habe niemanden gesehen, der frei von Hass und Groll und vom Übeln wie Abu Ubaidah radiyallahu anhu. Sagt, ich habe niemanden gesehen, der die Umma das Gute empfohlen hat oder die Umma beraten hat wie Abu Ubaidah radiyallahu anhu. Und sagt, deswegen sagt Mu'ad ibn Jabal, bittet für ihn um Erbarmen bei Allah, möge Allah mit euch Erbarmen haben. So war die Rat von Abu Ubaidah radiyallahu anhu. Verrichtet das Gebet. Heutzutage, liebe Brüder, das Gebet, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam wurde gefragt, welche ist die beste Tat bei Allah subhanahu wa ta'ala oder die beliebteste Tat bei Allah subhanahu wa ta'ala? Welche ist die meiste Tat, die Allah liebt? Dann sagt Rasulullah sallam, die meiste Tat, die Allah liebt, die meistgeliebte Tat, das Gebet und das Gebet pünktlich verrichten, in seiner Zeit. Pünktlich das Gebet verrichten. Das ist die geliebte Tat bei Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Heutzutage, liebe Brüder, das Verrichten des Gebet verstehen wir falsch. Wir denken, das sind nur äußere Bewegungen. Nein, das sind äußere Pflichten und innere Pflichten gibt es im Gebet. Und die wichtigsten Pflichten in diesem Gebet, diese Demut, was heutzutage verloren gegangen ist. Der Beweis dafür, Hudhaifa radiyallahu anhu, sagt, ich hörte den Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam sagen, das Erste, was verloren geht in dieser Umma, in dieser Gemeinschaft, ist die Demut, Al-Khushu'a. Das heißt, die Umma betet ohne Demut und sagt, das Letzte, was verloren geht an dieser Umma, von dieser Umma, das Gebet. Wie viele Muslimen beten gar nicht. Wie viele, die beten, denken, dass sie beten, aber sie beten eigentlich gar nicht. Sayyidina Umar sagt, der Mann betet 20 Jahre, von ihm wird vielleicht nur ein Raka'a akzeptiert. Nur ein Raka'a, weil er nicht vollständig betet. Weil er nicht richtig betet, weil er abgelenkt ist und sein Herz ist abwesend beim Gebet. Hudhaifa sagt, hütet euch, nehmt euch in Acht vor den Heuchlern Demut. Die haben gesagt, was ist das? Er sagt, dein Körper sieht demütig aus, aber dein Herz ist unachtsam. Dein Herz ist unachtsam. Dein Herz schwebt überall, aber nicht bei Allah Azza wa Jal. Du sprichst mit Allah im Gebet. Du hast eine Verabredung mit Allah im Gebet. Und du lenkst dich ab von Allah subhanahu wa ta'ala. Du bist unachtsam. Du denkst an alles andere außer Allah. Dein Herz soll gebrochen sein vor den Händen Allah sein. Du musst Angst haben empfinden beim Gebet vor Allah subhanahu wa ta'ala. Du musst denken, das ist mein letztes Gebet. Das ist das letzte Gebet. Wenn das Gebet ja al-Qiyamah falsch ist, obwohl du gefastet hast, obwohl du die Abgabe entrichtet hast, obwohl du gespendet hast, obwohl du das Gute geboten hast und das Schlechte verboten hast, trotzdem, wenn das Gebet falsch war, Allah fragt nicht mehr nach diesen Taten. Du wirst direkt in Jahannam gehen. Diese Taten werden verloren gehen, die haben keinen Wert mehr, wenn das Gebet nicht stimmt. Und das Erste, wonach der Muslim gefragt wird, ist das Gebet. Ist das Gebet, liebe Bruder Ubad ibn Samad, radiyallahu anhu, sagt, es wird eine Zeit kommen. Und du wirst in einen großen Moschee reingehen werden, und du wirst keinen einzigen Demütigen finden. Keinen einzigen. Es ist normal, dass das Gebet verloren geht. Weil das Gebet wird zu Last. Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah sagt über diesen Vers im Koran. Und sucht Hilfe beim Geduld und beim Gebet. Und dies fällt schwer nur für die Demütigen. Das heißt, sie sagt, Allah tadelt die beten ohne Demut.
und sagt tadeln gilt nur wann, wenn jemand eine Sünde begonnen hat oder eine Pflicht vernachlässigt hat. Und hier Allah tadelt die, die nicht demütig sind. Das heißt, es ist eine Sünde, ohne Demut zu beten. Wa'iyadu billah.